Die Ukraine-Frage. Zwischen leichten Entspannungsanzeichen und militärischen Muskelspielen. Prozess um spektakulären Juwelenraub im grünen Gewölbe hat begonnen. Sechs Männer müssen sich vom Landgericht Dresden verantworten. Covid-19-Pandemie. Europäische Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht für Paxlovid-Pille. Missstand in der EU-Verwaltung. Ursula von der Leyen wegen intransparentem Umgang mit Textnachrichten gerügt. Bei der Suche nach Antworten auf die Ukraine-Frage ist Stillstand eingetreten. Der Westen habe verdeutlicht, dass er seine Position nicht ändern werde, so Sergej Lavrov, und man selbst werde das ebenfalls nicht tun, betonte der russische Außenminister. Russland fordert vom Westen insbesondere, eine weitere NATO-Osterweiterung zu unterlassen und Waffen aus Osteuropa abzuziehen. Es wird keinen Krieg geben, soweit das von Russland abhängt. Wir wollen keinen Krieg. Aber wir werden nicht zulassen, dass man auf unseren Interessen herumtrampelt und sie missachtet. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Militärbündnis erhöhe seine Präsenz in den östlichen Mitgliedsländern, um die Fähigkeit und die Bereitschaft der NATO zu unterstreichen, ihre Bündnispartner zu verteidigen. Wir sind auf beide Möglichkeiten vorbereitet. Wir arbeiten unermüdlich für eine friedliche politische Lösung. Aber wir sind auch auf das Schlimmste vorbereitet, nämlich dass Russland wieder Gewalt gegen seinen Nachbarn Ukraine ausübt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky tauschte sich zum zweiten Mal seit Jahresbeginn fernmündlich mit seinem US-Amtskollegen Joe Biden aus. Zelensky äußerte seine Hoffnung einer noch vertieften militärischen Zusammenarbeit mit Washington. Dass ein Krieg mit Russland unmittelbar bevorstehen könnte, glaubt er nicht. Ich sehe keine größere Eskalation als zuvor. Ja, die Truppenanzahl ist angewachsen, aber darüber sprach ich bereits 2021. Die Medien zeichnen ein Bild, dass Truppen auf den Straßen unterwegs seien, dass Mobilmachung stattfinde und dass Menschen fliehen. Das ist nicht der Fall. Diese Panikmache brauchen wir nicht. In der Hauptstadt Kiew allerdings werde viel über einen möglichen Krieg gesprochen. Seine Landsleute seien nervös, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, gegenüber der Bild-Zeitung. Ist Entspannung in der Ukraine-Frage in Sicht? In der im April 2014 eigenmächtig ausgerufenen Volksrepublik Donetsk, deren politische Führung Russland nahesteht, haben viele Menschen daran Zweifel. Es sieht so aus, als würden sich die Ukraine und Russland in Sachen Verhandlungen beginnen zu bewegen. Also besteht die Hoffnung, dass sich etwas bessert. Aber Gott weiß, ob das eintritt. Wir wünschen uns, dass es eintritt. Nichts wird sich ändern. Die tun nur so, als ob, um zu zeigen, dass Gespräche stattgefunden haben. Ich bezweifle stark, dass sie irgendetwas entscheiden. Der Krieg hat in Donetsk und Umgebung Spuren hinterlassen. Beschädigte Gebäude zeugen von den Kämpfen, die seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten eigentlich nie ganz aufgehört haben. Alle meine Kinder leben in der Ukraine. Natürlich würde ich gerne einfacher dorthin reisen können. Ich wünsche mir, dass sie zurückkommen, aber das tun sie wahrscheinlich nicht. Immerhin, sie leben. Mehr als 14.000 andere Menschen kamen durch den Krieg um. In Dresden hat der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe vor mehr als 2 Jahren begonnen. Er gilt als eine der spektakulärsten Kunstraube überhaupt. Vor dem Landgericht sind 6 Männer angeklagt, die dem Berliner Remo-Clan angehören sollen. Die 22- bis 28-Jährigen waren bei Razzien in Berlin gefasst worden. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen. Sie sollen im November 2019 in das Museum eingebrochen sein und die Tat akribisch vorbereitet haben. Die Angeklagten sollen Fluchtfahrzeuge besorgt haben. Im Vorfeld soll ein Teil der Fensterverglederung bereits herausgesägt und dann mittels Klebeband wieder angebracht worden sein. Am 25.11. kurz vor 5 Uhr sollen dann 2 der Angeklagten in das Gebäude eingestiegen sein.
sich in das Juwelenzimmer begeben haben, die Vitrinen mit exzentriert haben und dann diese 21 Schmuckstücke herausgerissen haben. Im Zuge des spektakulären Coups wurde historischer Schmuck im Gesamtwert von 113 Millionen Euro entwendet und zudem Sachschadenhöhe von über 1 Million Euro hinterlassen. Der Anklage zufolge hatten die Männer einen Stromkasten in Schlossnähe sowie ein Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnhauses angezündet und waren bewaffnet. Von dem erbeuteten Raubgut mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten fehlt bislang jede Spur. Zwei der Angeklagten verbüßen noch eine Jugendstrafe wegen des ebenfalls spektakulären Diebstahls einer riesigen Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum 2017. Zur Bekämpfung von Covid-19 hat die Europäische Arzneimittelagentur grünes Licht für ein neues Medikament gegeben. Novit ist eine Pille, die nach der Infektion eingenommen wird. Sie soll eine schwere Erkrankung verhindern. Nicht empfohlen wird sie für Patienten, die künstlich beatmet werden müssen. Italien, Belgien und Deutschland gehören zu den Ländern, die das Medikament bereits gekauft haben. In Europa ist das Omikron-Virus weiter auf dem Vormarsch. In Rumänien stieg die Zahl der Fälle in den letzten Wochen sprunghaft an. Im ganzen Land befinden sich über 730 Erkrankte auf der Intensivstation. Es gibt Krankenhäuser, die ihre Patientinnen und Patienten verlegen lassen wollen, weil sie keine Ärzte oder nicht genügend Betten haben. Besonders angespannt ist die Lage in Russland, wo die wachsende Zahl der infizierten Kinder die Behörden beunruhigt. Diese verzehnfachte sich in Moskau in den letzten Wochen. Um die weitere Ausbreitung einzudämmen, werden geplante Krankenhausaufenthalte verschoben und öffentliche Gebäude desinfiziert. In der benachbarten Ukraine wurden über 32.000 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Innerhalb von 24 Stunden starben 154 Menschen an dem Virus, sodass sich die Gesamtzahl der Todesopfer dem Wert von 100.000 nähert. Die EU-Bürgerbeauftragte hat die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen für ihren intransparenten Umgang mit Textnachrichten im Zusammenhang mit Impfstoffkäufen scharf gerügt. Ombudsfrau Emily O'Reilly sprach von einem Missstand in der Verwaltung und forderte Aufklärung. Es geht um den Ankauf von Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer vom Frühjahr 2021. Laut New York Times war der persönliche Kontakt zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla für das Geschäft entscheidend. Ein Journalist stellte daraufhin eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz der EU. Die Kommission wies diese jedoch ab. Qu'il faut conserver tel ou tel type de moyen de communication. Elles disent qu'il faut. Die Regeln der Kommission besagten nicht, dass eine bestimmte Art von Kommunikationsmitteln aufbewahrt werden müsse, so ein Kommissionssprecher. Die Dokumente müssten aufbewahrt werden, wenn es sich um wesentliche Elemente der Politik der Europäischen Kommission handle. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig die Aufbewahrung jeder gesendeten Textnachricht. SMS, WhatsApp, etc., qui est envoyé, doivent être conservés. Die Untersuchung der Bürgerbeauftragten ergab, dass die Kommission das persönliche Büro von der Leyen nicht gebeten hat, nach Textnachrichten zu suchen. Die niederländische Abgeordnete Sophie Intveld sagte, die Position der Kommission entspreche weder dem Geist noch dem Buchstaben der Transparenzgesetzgebung. Man müsse kein Jurist sein, um zu sehen, dass es einfach eine ungenaue Interpretation sei, dass es nicht im Einklang mit dem Gesetz stehe. Noch schockierender und besorgniserregender sei aber das völlige Fehlen jeglicher Reaktion seitens des Europäischen Parlaments. Denn dies sollte kein Thema für einen einzelnen Abgeordneten, Aktivisten oder Journalisten sein. Dies sei ein institutionelles Problem. Es gehe um die vertragliche und demokratische Verpflichtung zur Transparenz gegenüber den Bürgern und zur Rechenschaft. Die Kommission will nun bis spätestens Ende April eine Stellungnahme abgeben. Sonne, Strand und Schnee. All das hat das Ferienparadies Zypern zu bieten. Nach der ersten großen Kaltfront des Jahres herrschen exzellente Schneeverhältnisse auf der Mittelmeerinsel, die nicht nur bei Strandurlaubern, sondern auch Snowboardern und Skifahrern gefragt ist. Das Troodos-Massiv auf der Westseite der Insel mit dem beeindruckenden fast 2000 Meter hohen Berg Olympos verfügt über 4 Skilifte.
Die Pisten sind nach den griechischen Gottheiten Aphrodite, Zeus, Hermes und Hera benannt und normalerweise von Anfang Januar bis Ende März ab 9 Uhr morgens geöffnet. Sogar einen internationalen Skiwettbewerb gibt es, ein Slalom auf der Nordseite des Olympus. Für einen Portugiesen, der in Brüssel lebt, gibt es nichts Besseres, sich wie zu Hause zu fühlen, als einen Kaffee zu trinken, während man sich unterhält, und ein authentisches Pastel de Nata wie dieses zu essen. Aber gerade jetzt wird in dieser portugiesischen Bäckerei ein anderes Thema diskutiert, die bevorstehenden Parlamentswahlen. Ricardo Borges de Castro lebt seit einem Jahrzehnt in Brüssel und pflegt enge Beziehungen zu seinem portugiesischen Heimatland. Er ist einer der Kunden hier, der die letzten Entwicklungen bis zur Abstimmung am Sonntag genau im Auge behalten. Das, was wir meiner nach alle riskieren, ist, dass alles relativ gleich bleibt. Mit anderen Worten, ohne eine stabile Regierung. Die Parlamentswahlen entscheiden über das künftige Gesicht des Ministerpräsidenten. Der Sozialist Antonio Costa hofft auf eine neue Amtszeit, aber sein konservativer Rivale Rui Rio rückt näher. Ricardo gab seine Stimme in Brüssel vorzeitig ab. Er arbeitet für einen europäischen Think Tank und glaubt nicht, dass das Wahlergebnis große Turbulenzen in der EU verursachen wird. Das Interesse in Brüssel an Portugal ist fast das gleiche Interesse, das es in Portugal an der Debatte um die Besetzung der Brüsseler Ämter gegeben hat. Das ist sehr gering. Die beiden großen Parteien werden laut Umfragen wieder die Sache unter sich ausmachen. Ich denke, dass es bei diesen europäischen Themen keine großen Unterschiede gibt, allenfalls Nuancen. Das europäische Projekt steht in Portugal nicht zur Debatte. Und so kann die EU meiner Meinung nach sicher sein, dass es keine Probleme gibt. Auch in den EU-Mitgliedstaaten scheinen diese Wahlen nur ein Randthema zu sein. Korrespondenten in Brüssel sehen derzeit dringendere Themen, mit denen sich die Medien beschäftigen. Die Wahlen in Portugal spielen in Deutschland derzeit keine große Rolle. Sie werden sehr stark von der Ukraine-Krise überschattet, verdrängt auch von den Präsidentschaftswahlen in Italien und den anstehenden Wahlen in Frankreich. In the period of the bailouts, when in der Zeit der Rettungspakete, als sowohl Griechenland wie auch Portugal versuchten, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, waren die Entwicklungen in Portugal für Griechenland von viel größerem Interesse, um zu sehen, wie effektiv Portugal bei der Umsetzung der Rettungspaketverpflichtungen war. Antonio Costa oder Rui Rio müssen bis zur Abstimmung an diesem Sonntag warten, um herauszufinden, wer Portugals nächste Regierung führen wird. Aber eines ist sicher, wer auch immer den Kampf gewinnt, wird den Weg und die Rolle des Landes in der EU mitgestalten. Pedro Sacadura, Euronews, Bruxelas. Die Geschichte der Vereinigten Staaten wird seit Jahrhunderten geschrieben. Festgehalten von unzähligen Autoren. In jeder Sprache, aus jeder Perspektive. Jedes Kapitel ist so einzigartig wie unsere Menschen und unser Land. Unsere Geschichte setzt sich aus vielen zusammen. Schreibe auch deine. Hier in den USA. Letting me have your business.
Abend auf Euronews. Es entstehen neue Bedürfnisse. Wir arbeiten insbesondere an der Satellitenkonnektivität, die dank der neuen LEO-Satellitentechnologie die Vernetzung, die Breitbandkonnektivität überall in Europa ermöglichen wird. Das ist sehr wichtig, weil es immer noch weiße Flecken gibt. Während der Lockdowns waren wir in Teilen unseres Kontinents an der Grenze. Thierry Breton, der EU-Kommissar für den Binnenmarkt, ist mein Gast in The Global Conversation auf Euronews und Euronews.com. An diesem Sonntag findet in Portugal die vorgezogene Parlamentswahl statt. Zahlen, Fakten, Reaktionen und Einschätzungen. An diesem Sonntag live bei Euronews und auf euronews.com. Die Ukraine-Frage. Zwischen leichten Entspannungsanzeichen und militärischen Muskelspielen. Aufrüsten auf dem Balkan. Die Länder des früheren Pulverfasses geben Milliarden für Waffen aus. Wahlkampf in Portugal vor Parlamentswahl am Sonntag. Prozess um spektakulären Juwelenraub im grünen Gewölbe hat begonnen. Sechs Männer müssen sich vom Landgericht Dresden verantworten. Bei der Suche nach Antworten auf die Ukraine-Frage ist Stillstand eingetreten. Der Westen habe verdeutlicht, dass er seine Position nicht ändern werde, so Sergej Lavrov, und man selbst werde das ebenfalls nicht tun, betonte der russische Außenminister. Russland fordert vom Westen insbesondere, eine weitere NATO-Osterweiterung zu unterlassen und Waffen aus Osteuropa abzuziehen. Es wird keinen Krieg geben, soweit das von Russland abhängt. Wir wollen keinen Krieg. Aber wir werden nicht zulassen, dass man auf unseren Interessen herumtrampelt und sie missachtet. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, das Militärbündnis erhöhe seine Präsenz in den östlichen Mitgliedsländern, um die Fähigkeit und die Bereitschaft der NATO zu unterstreichen, ihre Bündnispartner zu verteidigen. Wir sind auf beide Möglichkeiten vorbereitet. Wir arbeiten unermüdlich für eine friedliche politische Lösung. Aber wir sind auch auf das Schlimmste vorbereitet, nämlich dass Russland wieder Gewalt gegen seinen Nachbarn Ukraine ausübt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky tauschte sich zum zweiten Mal seit Jahresbeginn fernmündlich mit seinem US-Amtskollegen Joe Biden aus. Zelensky äußerte seine Hoffnung einer noch vertieften militärischen Zusammenarbeit mit Washington. Dass ein Krieg mit Russland unmittelbar bevorstehen könnte, glaubt er nicht. Ich sehe keine größere Eskalation als zuvor. Ja, die Truppenanzahl ist angewachsen, aber darüber sprach ich bereits 2021. Die Medien zeichnen ein Bild, dass Truppen auf den Straßen unterwegs seien, dass Mobilmachung stattfinde
und dass Menschen fliehen. Das ist nicht der Fall. Diese Panikmache brauchen wir nicht. In der Hauptstadt Kiew allerdings werde viel über einen möglichen Krieg gesprochen. Seine Landsleute seien nervös, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, gegenüber der Bild-Zeitung. Auf dem Balkan wird kräftig aufgerüstet. Serbien will in diesem Jahr umgerechnet rund 500 Millionen Euro ausgeben, um seine militärische Ausrüstung zu überholen. Unter anderem hat das Land die Panzerabwehrlenkwaffe Kornet aus russischer Fertigung angeschafft. Serbien ist für niemanden eine Gefahr, sondern bewaffnet sich, damit die Armee in der Lage bleibt, das Land zu verteidigen. Auch wir sehen das, was andere tun. Für uns ist das kein Wettrüsten. Wir bringen dafür so viel Geld auf, wie wir für unser Land für als notwendig erachten. Auch Serbiens Nachbarländer, die meisten von ihnen sind Mitglied der Europäischen Union, stocken ihre Waffenkammern auf. Ungarn beschafft sich mehr militärische Ausrüstung als das gesamte ehemalige Jugoslawien zusammen. Bulgarien und Rumänien erneuern ihre Ausrüstungen. Das muss man im Auge behalten. Und man muss auf einen weiteren Punkt hinweisen. Die Stellung der Länder um Serbien herum ist grundlegend anders. Kroatien, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Nordmazedonien, Montenegro gehören der NATO an und einige der Länder sind Mitglied der Europäischen Union. Kroatien plant die Anschaffung von Kampfflugzeugen im Wert von 1,2 Milliarden Euro. Bosnien und Herzegowina sowie das Kosovo rüsten ebenfalls auf. Es gibt kein Wettrüsten auf dem Balkan. Alle Länder des ehemaligen Jugoslawiens haben dasselbe Problem. Sie stützen sich auf die Technik der jugoslawischen Volksarmee. Die Ansätze der Kriegsführung haben sich geändert. Einige Ausrüstungen sind veraltet. Man muss sich neue Waffen zulegen. Früher gab es keine Drohnen, jetzt muss man sie haben. Andererseits hatten sie früher nicht die Ausrüstung, die sie brauchten. Jetzt müssen sie die haben. Der Balkan war in den 1990er Jahren nach dem Zerfall der Republik Jugoslawien Schauplatz mehrerer Kriege. Die Auseinandersetzungen forderten Hunderttausende Tote. Millionen Menschen wurden vertrieben. Portugal wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die Wahllokale sind bereits geöffnet, um in Pandemiezeiten die Stimmabgabe zu entzerren. Wer aber nach Sonntag die neue Regierung bilden wird, ist Umfragen zufolge noch völlig offen. Die sozialistische Partei PS von Regierungschef António Costa liegt mit 36% zwar weiter vorne. Die konservativen Sozialdemokraten der PSD konnten sich jedoch von 26% auf nun rund 33% verbessern. Es werden also die kleineren Parteien aus dem linken und rechten Spektrum sein, die für eine mögliche Koalition entscheidend sein werden. Das angepeilte Ziel der absoluten Mehrheit ist für den scheidenden Ministerpräsidenten Costa mittlerweile in weiter Ferne. Er umwirbt deswegen nun kleinere Parteien aus dem linken Spektrum, mit deren Unterstützung er schon vorher seine Minderheitsregierung über Wasser gehalten hatte. Die konservativ orientierte PSD und ihr Spitzenkandidat Rui Rio machen sich nun ebenfalls Hoffnungen auf eine Minderheitsregierung mit der neuen Partei Liberale Initiative. Eine Koalition mit der rechtsextremen Partei Chegar schloss Rui Rio zwar aus, Wahlbeobachter können sich aber vorstellen, dass er sich von Fall zu Fall von Chegar unterstützen lassen könnte. Sicher ist, die extrem rechte Chegar mit dem Vorsitzenden André Ventura wird Erfolge feiern. 2019 erstmals mit 1,3% im Parlament könnte die Protestpartei laut Umfragen auf 7% kommen und somit sogar drittstärkste Kraft im portugiesischen Parlament werden. Auf jeden Fall werden auf die nächste Regierung nach 2 Jahren Pandemie viele Herausforderungen warten. Dank des EU-Wiederaufbaufonds wird sie dabei aber über ein historisches Budget verfügen. In Dresden hat der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe vor mehr als 2 Jahren begonnen. Er gilt als eine der spektakulärsten Kunstraube überhaupt.
Vor dem Landgericht sind 6 Männer angeklagt, die dem Berliner Remo-Clan angehören sollen. Die 22- bis 28-Jährigen waren bei Razzien in Berlin gefasst worden. Ihnen werden unter anderem schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen. Sie sollen im November 2019 in das Museum eingebrochen sein und die Tat akribisch vorbereitet haben. Die Angeklagten sollen Fluchtfahrzeuge besorgt haben. Im Vorfeld soll ein Teil der Fensterverglederung bereits herausgesägt und dann mittels Klebeband wieder angebracht worden sein. Am 25.11., kurz vor 5 Uhr, sollen dann 2 der Angeklagten in das Gebäude eingestiegen sein, sich in das Juwelenzimmer begeben haben, die Vitrinen mit Äxten zertrümmert haben und dann diese 21 Schmuckstücke herausgerissen haben. Im Zuge des spektakulären Coups wurde historischer Schmuck im Gesamtwert von 113 Millionen Euro entwendet und zudem Sachschaden in Höhe von über 1 Million Euro hinterlassen. Der Anklage zufolge hatten die Männer einen Stromkasten in Schlossnähe sowie ein Fluchtauto in der Tiefgarage eines Wohnhauses angezündet und waren bewaffnet. Von dem erbeuteten Raubgut mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten fehlt bislang jede Spur. 2 der Angeklagten verbüßen noch eine Jugendstrafe wegen des ebenfalls spektakulären Diebstahls einer riesigen Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum 2017. Janat spendet seit vergangenem Juni ihre Milch. Im Juni hatte sie entbunden und sie hat mehr Milch zur Verfügung, als sie für ihr eigenes Baby braucht. Sie spendet für die Muttermilchbank in der ugandischen Hauptstadt Kampala. Es ist die erste Muttermilchspendestelle in Uganda. Ich finde diese Initiative großartig. Deshalb mache ich auch mit, denn ich kann so dazu beitragen, dass einem Baby das Leben gerettet wird. Frühgeborene und auch Babys, deren Mütter einfach nicht genug Milch haben. Die Milch wird kostenlos an Babys abgegeben, die sie brauchen. Aber Frühchen werden bevorzugt, denn sie brauchen die Muttermilch besonders dringend, wie Kinderärztin Victoria Nakibuka erklärt. Die einzige Milch, die so ein Frühgeborenes wirklich verträgt, ist menschliche Milch. Nur die kann es gut verdauen. Jede andere Milch kann zu Infekten und Verstopfung führen. Für die Frühgeborenen ist diese menschliche Milch wirklich wichtig für das Überleben. Die Milchbank in Kampala kann bis zu 250 Liter Muttermilch kühlen und aufbewahren. Und hat schon vielen Babys geholfen. Verfolgen Sie die portugiesischen Parlamentswahlen aus europäischer Perspektive auf euronews.com und unseren mobilen Apps.